war bisher heute laufen und habe mich einmal kurz mit Leo getroffen. Wir mussten ein paar Sachen besprechen. Leo ist momentan auch so in der Endphase ihrer Bachelorarbeit. Ich weiß, ihr könnt das Wort genauso wenig hören wie ich oder wie sie, aber es sieht ganz gut aus, dass die vermutlich so nächste Woche so gut wie fertig ist. Und ich freue mich auf diesen Moment genauso sehr wie sie. Deswegen ist sie aber auch momentan sehr, sehr gestresst, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Also ich weiß gar nicht, ob sie diese Woche überhaupt zum Vloggen kommen wird. Das wird sich dann im Laufe der Woche rausstellen. Ich war gerade eben kurz einkaufen. Dabei habe ich irgendwie völlig vergessen zu filmen. Aber ich werde jetzt die Sachen mal wegräumen. Und dann muss ich noch ganz viele Sachen erledigen, die auf meiner Liste stehen. Es hat sich nämlich, während ich weg war, sehr viel angesammelt und sehr viel so organisatorischer Arbeitskram, der einfach erledigt werden muss. Viele Leute haben mich gefragt, was ich alles in Schweden eingekauft habe und ob ich einen Haul filmen kann. Und ich glaube, es lohnt sich nicht so richtig, darüber einen Haul zu filmen. Aber weil es so viele von euch interessiert hat, dachte ich mir, ich zeige es euch kurz in dem Vlog. Ich habe eine Sporthose gekauft, relativ langweilig. Die ist von diesem Laden namens Oisho oder Oisho. Ich bin nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Den gibt es in Spanien und ich habe schon fast genau die gleiche Hose, aber mit so einem pinken Einsatz. Und ich finde die super praktisch, weil die halt, wie gesagt, diesen Einsatz hat, sodass man sich keine Sorgen machen muss, dass man irgendwas sieht, wenn man irgendwelche Sportübungen macht. Ansonsten habe ich noch den Schal gekauft, den habt ihr ja schon gesehen. Einfach so ein blauer Schal von Zara. Ich habe ein paar Interior-Sachen mitgenommen, weil davon gab es super viele, super schöne Läden in Schweden, beziehungsweise auch in Dänemark. Die beiden Sachen hier sind nämlich aus Kopenhagen, von dem Sostrene Grene Laden, wie auch immer man das ausspricht. Von dem hat Leo ja schon öfter erzählt und ich hatte neue Schneidebrettchen gebraucht, weil meine langsam etwas eklig sind, um es auf den Punkt zu bringen. Einen Teller, den habe ich bei Lagerhaus gekauft. Leonie hat auch so einen ähnlichen. Und so ein Glas, auch das ist von Leonie nachgekauft. Ziemlich lame. Und das ist von H&M Home. Also das kann man auch in Deutschland kaufen. Und das ist die Kosmetik, die ich eingekauft habe. Das habe ich am Flughafen gekauft. Setting Spray, was ich eigentlich fast immer benutze. Und ich finde die kleine Größe davon ganz praktisch. Und das war halt am Flughafen günstiger. Dann habe ich zwei Kat Von D Liquid Lipsticks mitgenommen, weil ich darüber sehr viel Positives gehört habe. Beim ersten Besuch habe ich den hier mitgenommen. Der heißt Mother. Und dann habe ich beim zweiten Besuch, weil ich den so gut fand, noch einen mitgenommen. Das ist die Farbe Lolita. Ich finde die vom Auftrag und vom Finish und von der Haltbarkeit her super. Aber die Farben sind einfach nicht so, wie die in der Packung aussehen. Und die sind auch bei mir nicht so, wie die auf Swatches im Internet aussehen. Also ich weiß nicht, was mit meinen Lippen nicht stimmt oder mit meiner Hautfarbe. Aber an mir sehen die einfach völlig anders aus. Und das hier ist so mein kleiner Favorite von allen Sachen. Und zwar bin ich ja ein großer Marc Jacobs Fan, wie ihr vielleicht wisst. Und es gab da so kleine Geschenksets, sowas in der Art. Und da war einmal so ein Cardholder drin oder sowas in der Art mit so einem kleinen Spiegel. Und dann war da ein mini, mini, mini kleiner Lippenstift drin. Ich weiß nicht, ob rüberkommt, wie klein der ist. Und die Farbe ist wunderschön, habe ich auch schon zweimal jetzt getragen. Und ist ein ganz, ganz toller Alltagston und sehr, sehr angenehm im Auftrag. Und dann war da noch eine Mini-Größe von einem schwarzen Kajalstift drin. Jetzt nicht unbedingt etwas, was ich unbedingt brauchte. Aber irgendwie fand ich dieses kleine Set so süß. Und dann habe ich noch diese Sache hier gekauft. Und zwar wirklich ernsthaft einen Teppich. Ja, ich weiß, es hört sich sehr verrückt an, einen Teppich im Flugzeug nach Hause zu transportieren, aber er ist nicht so groß. Ich weiß nicht, ob rüberkommt, wie groß oder klein er ist. Und der hat nur 25 Euro gekostet, ist von Lagerhaus und mir hat das Muster so gut gefallen und auch diese Buscheldinger da an den Rändern. Und der hat auch gar nicht viel Platz in meinem Koffer weggenommen. Also man konnte den problemlos ganz dünn zusammenfalten und ich hatte gar keine Probleme, den in meinem Koffer unterzubekommen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch was gekauft habe bei Sostrene Grene. Und zwar Notizbücher und Bleistifte.
kurz umgezogen, weil ich dachte, mir im Kleid ist es vielleicht jetzt abends ein bisschen zu kalt und falzlos. Zu meiner Freundin Laura, die ihr vielleicht kennt, und wir machen zusammen Sushi. Die ist nämlich bald weg und macht ganz lange Urlaub in den USA. Und dementsprechend dachten wir uns, wir machen diese Woche nochmal was zusammen und wir essen beide gerne Sushi. Und ich habe mir einfach diese Latzhose angezogen, die kennt ihr vielleicht auch schon, habe ich schon ein paar Mal auf Instagram angehabt. Hatte ich aber lange nicht mehr an und ich liebe die. Und dazu, wie sehr oft, diese Espadrilles ähnlichen Schuhe von Zara. Und wie immer ist da im Hintergrund mein Altpapier. Kreationen sind fertig. Die sind diesmal leider nicht ganz so hübsch geworden. Oder war noch ein Fleck auf dem Tisch. Sind diesmal leider nicht ganz so hübsch geworden wie letztes Mal, um ehrlich zu sein. Also sie sind ein bisschen verkrüppelt, aber letztlich geht es ja nur darum, wie sie schmecken und nicht darum, wie sie aussehen. Von daher freuen wir uns jetzt sehr aufs Essen. Das sind die ganzen Reste, die übrig geblieben sind vom Rollen. Also wir haben ein bisschen mit Erfüllung übertrieben, wie man vielleicht sieht. Ich saß gerade hier und habe mich einfach nur fertig gemacht. Und auf einmal passiert das. Aus dem Nichts fällt einfach meine Muji-Glaskaraffe, dort sind die Reste, von diesem Regal da oben runter. Einfach so. Aber naja, Scherben bringen Glück und so. Heute ist Donnerstag und abgesehen von der Scherbenaktion war mein Start in den Tag eigentlich sehr gut. Ich hatte ein Meeting sozusagen bezüglich unseres neuen Blog-Designs. Ihr habt das vielleicht auf dem Blog schon gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Blog angesprochen hatte bisher schon oder nicht. Aber wir arbeiten ja momentan an einem neuen Blog-Design. Es dauert alles noch mit der Umsetzung. Da hängt immer sehr viel Zeug noch hinten dran und es dauert alles leider immer sehr, sehr viel länger, als man sich das vorher wünscht. Ich bin selber total ungeduldig und hoffe, dass es so schnell wie möglich geht. Aber ja, leider dauert das alles. Jetzt gleich kommt Leo zu mir und wir sind wieder ein bisschen fleißig gemeinsam. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, denn ich fühle mich heute echt nicht so richtig auf der Höhe körperlich. Ich fühle mich irgendwie so komplett müde und dizzy und so ein bisschen... Aber vielleicht geht es mir gleich besser, nachdem ich ein bisschen was gegessen habe. Ich koche jetzt nämlich gerade was, während ich auf Leo warte. Mehr habe ich gerade nicht zu erzählen. Ich habe das Gefühl, ich rede so völlig wirr vor mich hin, aber das ist, weil mein Gehirn gerade nicht so richtig funktioniert. So, Leonie ist da. Die Kamera ist schon wieder so blau. Was ist los mit der Kamera? Was ist los? So, Leonie, jetzt sagen wir den Leuten Hallo. Die Leute haben mich eine Woche nicht gesehen, die haben mich richtig vermisst. Ja, ich weiß nicht, was ich hier gibt, nichts zu erzählen quasi, außer dass ich seit gestern rumlaufe wie eine Bäuerin. Mit meiner Frisur. Energielevels, hi. Gleich nach dem Essen geht's besser. Lustiges neues Spiel durch Zufall entdeckt. Leo liegt auf dem Bett und guckt Instagram-Stories und ich muss anhand der Stimme erkennen, wer es ist, was super schwierig ist, vor allem, wenn man die Stimme von der Person noch nie gehört hat. Aber es ist selbst dann schwierig, wenn man die Stimme schon mal gehört hat. Also bei meiner Instagram, also es könnten halt so viele sein. Ja, also falls euch mal langweilig ist und ihr jemanden da habt, es ist auf jeden Fall ein sehr amüsantes, witziges Spiel. So, jetzt ist Leo dran mit Raten. Bist du bereit? Mhm. Und es gibt Videos, bei denen freue ich mich sehr, wenn sie online gehen und das ist eines davon. Und ich muss gleich schlafen, weil ich muss um 5 los nach Leipzig mit dem Auto, weil Züge scheiße sind. Ach ja, das war mein Guten Bild, Morgen, oder? Ey, das Highlight des Tages habe ich nicht. Was ist wirklich ich nicht? Ich bin schon seit 1,5 Stunden unterwegs und ich dachte die ganze Zeit so, ja, ich stand gleich. Nee, ich stand gleich. Kennst du auch jeden Fall. Und dann sagt mein Tag so, er ist alle. Und kein Tag ist wirklich so. Warum? Ja. Ich wollte euch sagen, dass ein neues Video online ist, wo ihr auch etwas gewinnen könnt. Auch hier auf Instagram. Ja.
erneute Snackpause. Kaffee, weil wir beide immer noch super müde sind. Und ein Apfel, weil ich mir dachte, ein gesunder, vitaminreicher Snack bringt uns vielleicht wieder etwas auf die Höhe. Und außerdem hat meine Mama sowas früher mal gemacht. Ein bisschen Obst geschnitten und so. Wir saßen jetzt gerade eben relativ fleißig beide am Schreibtisch. Sind beide völlig durch den Wind mittlerweile. Aber wir haben jetzt auch 90 Minuten oder über 90 Minuten auf unser Essen gewartet, obwohl eigentlich in der Mail stand, es kommt in 60 Minuten. Und es ist einfach nicht schön, wenn einem so eine Zeit angegeben wird und dann dauert es halt einfach mal noch 30 Minuten länger. Hm? Ja? Ja, wir haben uns mal wieder bei Kitty Chai bestellt, aber diesmal Sushi. Wir haben uns bei Kitty Chai bestellt? Wir haben uns bei Kitty Chai bestellt. Wir haben uns mal wieder Essen bei Kitty Chai bestellt. Und damit ist locken, dass wir uns einen Cocktail bestellt haben. Ja, natürlich. Das ist mein Feierabend-Cocktail. Wir haben uns einen Feierabend-Cocktail bestellt, weil wir echt einfach so... Obwohl noch kein so Feierabend sind, obwohl noch kein Feierabend ist, aber gleich. Und jetzt essen wir erstmal unser Sushi. Und mein Arm ist zu schwer. Ich habe eine Armsituation, wie Jamina sagen würde. Deswegen zeige ich jetzt erstmal das Essen. Kurz vor 12 tatsächlich. Und wir waren bis gerade eben sehr, sehr fleißig und sehr produktiv und haben sehr viele Sachen erledigt. Und ich bin jetzt aber auch im wahrsten Sinne des Wortes völlig erledigt. Also ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Leo ist gerade eben gegangen und wir haben auch vergessen, eine gemeinsame Verabschiedung zu filmen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Aber auf jeden Fall wird Leo am Wochenende vloggen und ich denke, wir sehen uns irgendwie auch nochmal wieder. Und bis dahin sage ich erstmal tschüss und gute Nacht und gehe jetzt ins Bett. When was the last real kiss? When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? Sure, I just knew somehow. I suspect another Richmond in the field. Who was the first to abandon ship? Who was the first to let love slip? And does it make any difference? Sehr lange her, dass ich letztes Mal mit euch gesprochen habe. Ich habe ja 2 Wochen Pause gemacht quasi. Es hat mir so gefehlt zu vloggen. Ich kann es schwer beschreiben, aber jetzt habe ich auch Probleme, wieder reinzukommen. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Auf der einen Seite war es richtig gut, weil ich natürlich viel, viel Zeit für alles andere hatte. Auf der anderen Seite hat es mir auch so gefehlt. Dieser Vlogtag fängt genauso an, wie der letzte aufgehört hat. Und zwar mit Frühstück bei Happy Mock. Ich bin jetzt mit Sassi und Lena verabredet. Sassi könntet ihr kennen. Die war schon öfter in Vlogs zu sehen und mit der waren wir auch auf Interrail und so. Und die ist jetzt zu Besuch in Köln übers Wochenende und wir gehen erstmal alle zusammen frühstücken. Ich mache dieses Wochenende, heute und morgen, Bachelorarbeitspause. Ganz viele von euch fragen mich immer nach Tipps für die Bachelorarbeit. Ich habe im Prinzip keine. Ich glaube, wenn ich gute Tipps hätte, dann wäre ich schon lange fertig. Aber ein Tipp, den ich jetzt schon sehr oft bekommen habe und den ich auch einhalten werde, ist, kurz vor der Abgabe nochmal 2 Tage Pause zu machen und sie sich gar nicht anzugucken, damit man wieder so ein bisschen Abstand dazu gewinnt und es sich dann nochmal in Ruhe los durchlesen kann. Und das mache ich dieses Wochenende. Also heute und morgen ist Bachelorarbeitspause. Nächste Woche gebe ich ab und genau, deswegen dachte ich, Samstag bietet sich ganz gut an zum Vloggen. Jetzt geht's frühstücken und dann nehme ich euch mit durch meinen Tag. Es gab ein kleines Missverständnis in der Kommunikation, wann wir uns treffen. Und deshalb war ich jetzt so eine halbe Stunde zu früh und bin jetzt ganz kurz bei Only rein und habe so schöne Sachen gefunden. Einmal dieses Top hier. Das bräuchte ich eine Nummer größer, aber haben sie nicht. Aber ich überlege, ob ich es so trotzdem gut finde. Und noch viele andere Sachen, die ich auch sehr schön finde. So eine komische Angewohnheit von mir, aber wenn ich was neu kaufe, muss ich sofort anziehen. Ich muss leise reden.
Aber ja, habe ich sofort anziehen müssen. Ja, bin ich drauf? Ja, drauf. Okay. Wenn du willst. Ich kann, okay, ich kann dich auch so abschneiden. Nee, komm. Naja, also wir haben uns versammelt, dass eigentlich alles, was ich sagen wollte, bei HPMO wie immer. Also es gibt halt keine anderen Frühstücksmöglichkeiten in Köln. So kommen wir das halt immer vorne. Wir jagen jetzt hier meine Wespe. Leonie und die Wespe, Fortsetzung zu Leonie und die Fliege. Zeig mal den Leuten, was du eingekauft hast. This one, what I wear. Nice. Das ist schön. Das finde ich mega schön. Ja, das ist halt super schön, aber was habe ich halt wirklich gefunden. Ja, aber das ist echt mega schön. Ja. Das ist sehr schön. Der Mantel in the same. For how much? For 25. What? Wow, das ist super. Statt 45, was ich aber auch nicht viel finde. Ich will ihn auch, ich will ihn auch. Voll schön. Aber in meinem minimalistischen Lebensplan passt es nicht sogar. Ja. So, und jetzt jagst bitte mal die Wespe, Leonin. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe, never do somehow. Pancakes! Thanks, Benedict! Frühstück! I'll be gone, you're the reason I'm traveling now. Don't think twice, it's alright. Wir haben alle fertig gegessen. Ich habe mich gerade so zugezogen, dass ich meinen neuen Mantel auch schon anziehen musste. Weil ich tatsächlich jetzt friere. Jetzt trinken wir noch unsere Getränke raus und dann verabschieden wir uns. Nehmen dir sicher aus wie eine Kalk. Soll ich noch? Weiß, weißer. Jassi fährt wieder nach Hause, verlässt Köln heute. Leider. Lena muss jetzt ihre Vlog-Tage schneiden. Guck mal. Und ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen. Ich glaube, der ist der Typ, mit dem du immer frühstücken gehst. Das ist der Typ, den ich jetzt mit dem Lieb mitnehme. Tschüss. I'm on the dark side of the road, but I wish there was something you would do or say. Try and make me change my mind. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mein drittes Oberteil, das ich heute Morgen gekauft habe, anprobiert, weil ich wundert, dass ich schon wieder was anderes anhabe. Ich habe wirklich ein bisschen so einen Tick, was das angeht. Ich habe so schlimme Kopfschmerzen und Nackenschmerzen und das schon seit ungefähr anderthalb Wochen. Man mir auch ein bisschen an, dass ich gerade ein bisschen durch bin. Ja, ich muss jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Eine Pause vom in der Sonne sitzen. Aber ich habe echt so schlimme Kopfschmerzen. Und ich muss vor allen Dingen wieder anfangen, Sport zu machen, weil ich weiß genau, dass das das Problem ist, dass ich zu wenig Sport mache, davon Nackenschmerzen bekomme und davon Kopfschmerzen bekomme. Aber mit der Kack-Bachelorarbeit ist nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe in der letzten Zeit. Naja, jetzt mache ich wie gesagt eine Pause und dann sehen wir uns später. Ich habe diese Woche ein riesengroßes Paket bekommen von der Firma Just Spices. Fokussiert jetzt natürlich nicht. Ach komm schon, Kamera, mach einmal, was man von dir will. Das sind nicht mal alle, die ich zugeschickt bekommen habe. Hier seht ihr nur so eine kleine Auswahl und könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Vor allen Dingen dieses Oatmeal Spice ist mega geil. Das habe ich schon in Pancakes gemixt. Und ich habe auch noch Guacamole-Gewürz und so, habe ich auch schon ausprobiert. Sehr lecker. Verlinke ich euch mal in der Infobox den Shop. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und heute Abend gibt es übrigens selbstgemachte Potato Wedges, Süßkartoffelpommes, Ladenbrot, Guacamole, ganz viel Käse, Tomate, Mozzarella. Werdet ihr später noch sehen, wenn es alles fertig ist. Und fange jetzt mal an vorzubereiten. So viel Lärm so spät am Abend. Wird das gefloppt? Ja. Ich bestehe da drauf. Das ist dein erstes Handwerker-YouTube-Tutorial. Absolutely. Läuft schon? Läuft? Oh nee, Akku leer. Schnell, geh mal. Du kannst ja mit der Schuhe. Kann ich Makita noch reinhängen? Da auch. Ja. Meine Eltern sind jetzt gerade nach Hause gegangen. War sehr nett. Wir haben sehr nett zusammengesessen und gegessen und jetzt bin ich noch ein bisschen fertiger, weil ich da vorher ja schon nicht ganz fit war. Und mein Akku ist leer und sehen wir uns dann.